Kurze Information, der Schneife 4 am Stadtpark wurde mir gerade mit Stein nach uns geworfen. Aus dem schwarzen Sugoi, vielleicht nicht mal anhalten und Kontrolle durch. Was, aus dem schwarzen Sugoi? Aus dem schwarzen was? Sugoi. Also ich habe 3 Personen gesehen in dem Fahrzeug. Check, check. Sugoi. Haben der Bramschick sich auch einen Sugoi gehabt? Nee. Oh, der eine hat sich noch einen Sugoi bestellt damals, ganz zu Anfang. Nein, wer ist das Fahrzeug? Irgendwas komisches, aber kein Sugoi, definitiv nicht. Da hatten die ja keinen Platz drin. Wo kommen denn die ganzen Kopfkarren noch einmal her? Dieser Kopfkarren. Warum fahren wir eigentlich mit Coast Guard Autos rum? Das sind die DA-Autos, die werden noch umlackiert für die DA, aber aktuell sind das halt Coast Guard. Ja, noch ein Overwatch. Ja. Warum hat der den denn noch nicht auf dem Schirm? Das war der nicht 10-7? Ich hab nicht aufgepasst, der hat jetzt auf 10-7 gefunden. Achso, okay. Der hat sich zwischendurch 10-8 gefunden. Da sind Verbrecher. Die Schleife 8 startet eine 1043 mit einem schwarzen Sugoi. Aktuell am DDM Richtung Ost, Richtung Westen unterwegs. Biegt nun ab Richtung Süden. Weiterhin Richtung unterwegs. Am Bendit vorbei. Stopp 6 ist die Jan. Biegt nun ab Richtung Osten. Kann Dispatch es dann übernehmen? Okay. Aktuell im Norden aus der Mistons irgendwo. Ja, der Overwatch übernimmt, ist weiterhin unterwegs in Richtung Hafen, fährt nun weiter. Wo ist denn der Dispatch jetzt? Geradeaus. Durch, jetzt auf Richtung der Exporteursstraße unterwegs. Ah. Ist jetzt über die Exporteursstraße gefahren, weiterhin in östliche Richtung unterwegs. Fährt nun weiter Richtung Ölfelder. Oh fuck. Fährt weiterhin östliche Richtung. Ist jetzt auf Höhe der Ölfelder, fährt hier weiter an bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, oh Gott. Jetzt in nördliche Richtung, Richtung FD unterwegs. Weiter. Weiter. Passiert jetzt das FD, liegt hier sogar beim FD schon. Beim FD vorbei, fährt wieder Richtung Stadt. Rechts, okay. Bleib enden, fährt jetzt Richtung Igos. Wenn rechts was kommt, sag ich einfach Achtung, ne, dann bremst du bitte. Wenn das so schnell gehen würde. Ich guck frühzeitig. Weiter in der Stadt unterwegs, Richtung Motorradhändler. Ist jetzt an der Tankstelle beim Motorradhändler. Passiert jetzt dem Motorradhändler. Weiter Richtung Stadtpark unterwegs. Ist jetzt am aber gut, der hat halt einigermaßen. Da war alles im Griff. Weiterhin in Richtung altes FD. Ist stehen geblieben. Ist irgendwo unter dem alten FD? Nein, hat gedreht. Fährt jetzt wieder in westliche Richtung. Schade. Fährt hier in die FIB-Unterführung. Streife einschließlich an FIB-Unterführung. Fährt auf dem Parkplatz. Rechts. Na, warte. Fährt in die Unitary Parkhaus. Rausgekommen, fährt in die nächste Garage rein. Fährt drüben wieder raus. Ist jetzt bei Global Newspeak da Richtung Westen. Sind jetzt. Drehen, wieder zurück zur FAB-Unterführung, biegen aber in Richtung Süden ab. Und dann direkt wieder in Richtung Westen. Fahren jetzt am Roten Parkhaus rein. Ins Rote Parkhaus rein. Kommen drüben wieder raus. Fahren dann in Richtung Westen. Richtung Global News. Fahren weiter die Straße entlang Richtung Westen. Sind jetzt ungefähr dann Höhe Global News. Haben Global News passiert. Biegen aber Richtung Süden in Richtung Shop. Fahren, alles in Richtung Süden. Sind jetzt Höhe des Shop passiert. Fahren weiter in Richtung Lizenzamt. Ja, fährt Richtung Westen, Richtung Osten, Lizenzamt. Sind jetzt Höhe Einfahrt, Lizenzamt. Lizenzamt passiert, Höhe Verwahrstelle passiert, weiter Richtung Süden. Fährt oben durch, nicht Richtung CB. Fährt weiter entlang in Richtung Highway. Fährt auf den Highway. Ja, fährt auf den Highway in Fahrt Richtung Osten. Overwatch.
Ja, dann Percy mich mal immer überholt, ne? Dann gucken wir mal weiter. Er nimmt die, fährt unter die Todesbrücken auf dem Highway Richtung Norden unterwegs. Weiter unter den Todesbrücken, der sollte gleich auffahren in 3, 2, 1. Chat, ich kann jetzt nicht auf den Bildschirm umgucken. Weiter Richtung Norden unterwegs und ist auf dem entgegengesetzten Fahrt, auf dem gesetzten Fahrbahn, fährt Richtung Westen, entgegengesetzte Fahrbahn weiterhin auf Interstate. Ist jetzt auf dem Interstate drauf Richtung Westen unterwegs, Richtung Vespucci-Tunnel. Weiter unterwegs, mit ist er dort drin, ist jetzt reingefahren, fährt weiter durch Richtung Westen und sollte jetzt gleich am anderen Ende wieder Richtung Westhaway-Tankstelle raus. Ich habe das Gefühl, dass er dreht. Und ja, kommt hier jetzt raus, fährt weiter Richtung Westen, dreht jetzt um. Links. Ja, da, ja. Links um, dreht jetzt um und ist jetzt Richtung BHB-Hut unterwegs. Fahren wir links hoch irgendwo. Der muss komplett links hoch. Komplett durch, irgendwo. Gleich bei der ehemaligen Westside-Platzhut. Fährt jetzt. Der muss hier irgendwie wieder raus. Entweder fährt er gerade durch und dann Pech oder kommt hier durch. Die ehemalige Westside-Platzhut rein, ist jetzt am. Da vorne kommt auch mal eine Straße, wo er raus kann, ne? Der ist wieder zurück. Der fährt wieder zurück. Auf Boulevard eigentlich die komplette Strecke einmal wieder zurück. Der fährt wahrscheinlich bei der Bier wieder raus. Ja, weiterhin unterwegs auf Boulevard, okay. Boulevard Richtung Norden. Der fährt wieder auf Highway. Parkplatz vom Pier rauf. Am Parkplatz weiter Richtung Norden auf dem Boulevard unterwegs. Weiter, weiter. Ja, das gleiche Unfall fährt weiterhin. Ja, ist jetzt weiterhin am Strand unterwegs, fährt jetzt hier diesen Radweg entlang weiterhin Richtung Norden, fährt gleich Richtung Pipeline-In, ist aber weiterhin auf den Rad. Ja, der muss beim Pipeline-In spätestens rauskommen. Ja, macht hier jetzt wahrscheinlich auf den Highway, ist jetzt noch hier daneben auf dem Parkplatz, fährt jetzt Richtung Pipeline-In. Ja, LSPD stehen bleiben oder wir pissen. Hallo Maul, ich hab kein Zeit! Fährt, ja, an der Tankstelle vorbei, ja, Richtung Kürze. Hast du gleich Zeit. Weiterhin unterwegs in Richtung Kürze. Passiert jetzt in wenigen Sekunden die Kirche, ja, hat sich hier gedreht und ist verunfallt, fährt aber weiter, ja, der hat sich nur kurz gedreht, dreht jetzt wieder Richtung Vespucci ab. Oh, das ist eine gefährliche Ecke hier. Ha, Percy! Ja, das ist nicht Percy. Oh, das Percy. Dave ist das Percy. Am Lombank Tower entlang, jetzt wieder in östliche Richtung unterwegs, jetzt live Invader. Pass auf, wenn der gleiche links hoch. Fährt hier vorher wieder in nördliche Richtung, wieder Richtung, nein, fährt hier die Seitengasse rein, immer noch ach, lass in der Nähe vom ja, ja, alles gut. Ja, ja, nee, ich, nicht das. Ja, die sind auch nur zu zweit, deswegen. Ah, scheiße. Er fährt an den nördlichen Filmfluss Richtung Apartments weiter, folgt hier der Straße ja, Richtung Stadtverwaltung, er hält sich dann östlich in Richtung Valenciago, Richtung Rockford Road, folgt dem Straßenverlauf in Fahrt Richtung Osten und kommt gleich am Orgel Green Turn Tower raus, ist am Mount Sloan Hospital vorbei, Südseite Rockford Blase kommt dann gleich raus und biegt da ab in Fahrt Richtung Noten. Vielleicht fährt er nicht zurück, der Ostseite Rockford Blase ist in Richtung Noten und biegt dann in den Rockford Blase nicht ein, sondern fährt vorbei. Ach, so Noten und ach Golda, Mann, du hast mich in Hoffnung gebracht. Fährt dann ab in Fahrt Richtung Westen, in Richtung LSTP3, ist hier auf der Straße bei LSTP3 und biegt da auch ab in Fahrt Richtung Norden auf die Alles-Allradstraße, folgt hier dem Fahnenlauf und auf der Alles-Allradstraße hoch auf den Boulevard bei Waskebab und biegt da nicht ab Richtung Waskebab, sondern in Fahrt Richtung Osten, Richtung Pacific Center Bank. Wird das so aktuell in Richtung Pacific Center Bank, folgt dem Fahrenverlauf auf das Motorrad bitte mal entfernen! Pacific Center Bank, in und ab in Ettenbürger, Entschuldigung, für weiter in Fahrt Richtung Osten, Richtung, ja, Pacific Center Bank, zu Zuschüttung passiert. Richtung Weimut für die folgt dem Straßenverlauf, jemand wollte was sagen, fühlt sich abgebogen, Pink Kate. Ja, und dann wollte niemand mehr sagen, ist wie gab Richtung Süden, ist Pink Kate. Steigt das Motorrad. Und fährt es weiter in Fahrt Richtung Pink Kate, hat das Pink Kate passiert, beide in Fahrt Richtung Süden, jetzt tut sich ein anderer Fahrzeug einmischen, bitte aufpassen. Links. Ihr kennt das, wollte sich einmischen, Ansage drücken, Reifenblatt, wir fahren wieder rap Richtung Norden, Richtung Weimut für die, fahren jetzt hier am Weihnachtsmarkt letzten Jahres einmal eine Kurve. Und geht dann aber auf die Expo-Straße in Fahrt. Oh, hier ist immer kritisch. Osten, die ist jetzt gleich südlich zu. Reichweite reicht nach für Ansage. Nach Süden zu tief. So. Ja, fahren auf der Expo-Straße und ist abgebogen. In Fahrt Richtung Osten, Richtung Highway auf Fort Mirror Park. Das nördliche Nutzfahrtenkennblatt. Und fahren hier weiter in Fahrt Richtung Süden. Kommen jetzt gleich unten. Ja, ja, ja. Du sitzt hinter mir, ne? Nee, das ist Südlager an der Tankstelle. Da ist hier der Wagen, der sich einmischt. Könnte ein Ula oder ein Sultan sein.
gegen, ja, an der Südlage ab und fahrt Richtung Süden. Jetzt bei der Meter PD. Weiter auf der Expo-Straße, folgt der Expo-Straße Richtung Bitterreisezimmer. Haben gleich Stay Frosty, Bridges passiert, jetzt Stay Frosty passiert. Geht das? Räder zu schießen auf für Motorräder? Dann drücken wir eine Ansage. Vorbei, weil da auf der Expo-Straße fahrt Richtung Süden. Aber die sind, ja, ich kann nicht mal meine Ansage drücken, oder nicht? Besten, ja, aber die sind selber schuld, wenn die sich maulen, dann, Und steht jetzt hier auf der Brücke. Schreckt aus. Und, haben Fahrerwechsel gemacht. Ne, da ist jemand auf die BS gestiegen. Ja, lass uns Zuge weiter. Der fährt ziemlich weiter Richtung Takonibre, Richtung Blockcrypthood. Und folgt hier dem Straßenverlauf in Fahrt Richtung Westen, Straße. Richtung Megamall. Ist jetzt also an der Megamall. Boah! Danke. Sind am Carcenter angekommen, weiterhin Richtung Westen, Chamber, den Hilltod. Boah, das wird einfach angekommen, weil dann Richtung Westen, Richtung Mosley's. Und sind dann gleich an den Auch kribbeln in 3, 2, 1. Und hier auch wahrscheinlich reinfahren, um zu schauen. Wird langsam und fährt in die Todesbrücken rein. Da muss ich nachholen. Ach, Todesbrücken. Norden ist erst gefahren, also runter. Ja, Jack fährt durch, fährt weiter mit dem Norden, also lang. Ja, der fährt jetzt auch, wiedersehen. Ja, ist im Gegenverkehr und ist jetzt wieder oben drauf und hält sich dann wieder in der Abfahrt an dem Kreuz. Und fahrt Richtung Osten, diesmal Richtung ehemaliges FD und ist auf dem Innerstädtischen Highway, fahrt Richtung Osten, Richtung ehemaliges FD, folgt dem Straßenverlauf Richtung ja, den Untergrundeingang, fährt natürlich nicht rein, sondern fährt weiter, fahrt Richtung Osten, nimmt auch nicht die Abfahrt, sondern bleibt auf dem Innerstädtischen Highway und wendet dann einmal Höhe des Krankenhauses, Höhe des Dispatches und fährt dann LSPD, bleiben Sie stehen! Wieder ja, im Gegenverkehr in Fahrt Richtung Westen wieder alles zurück und wird dann wahrscheinlich dann wieder Richtung Todesbrücken fahren. Negativ nimmt nicht die Abfahrt, ja, sondern fährt weiter auf dem Innerstädtischen Highway in Fahrt Richtung Westen, aktuell Höhe Galerie und fährt dann hier Off-Road. Richtung Galerie und kommen dann gleich am Weißen Parkhaus raus. Ist am Weißen Parkhaus angekommen und fährt dann weiter in Fahrt Richtung Wiesen. Folgt hier dem Straßenverlauf am Weißen Parkhaus. Du hast ja keine Schmerzen, das Fahrzeug hat er nicht mehr. Und fahren dann Richtung Wiesen. Ich rede für das Fahrzeug. Am Korean Plaza vorbei und biegen dann hier weiter ab Richtung Zero-Tankstelle, also weiter in Fahrt Richtung Süden. Gleich am Verwahrstelle angekommen, sind an der Verwahrstelle einfach angekommen, Verwahrstelle selber angekommen, fahren nicht zu CTR, sondern bleiben auf der Straße Richtung, hier Streifenhäcksler und fahren dann wieder auf den Highway drauf hinter der Mason Arena und halten uns dann direkt links, wenn die Streifen direkt die linke Ausfahrt nehmen, dann kommen wir nämlich an der Border so gleich raus. Grobe Richtung, wenn ihr auf den Highway fahrt, direkt runter und mit Nutzseite der Mason Arena angekommen und biegen da wieder ab mit Fahrt Richtung Norden, Richtung Border so. Folgen die Straßenverlauf, Border so passiert, gleich Carsten da passiert und fahren weiter bis Norden Richtung Ring of Fire Kreuzung. Dollar Tree passiert, Ring of Fire Kreuzung nun passiert. Und fliegen dann, fahren weiter in Richtung Zero-Tankstelle, sind gleich am Motorhändler angekommen, Casino angekommen und fahren hier weiter in Fahrt Richtung Norden, gegen an der Südseite der Stadt, fahren jetzt ab in Fahrt Richtung Westen und fährt dann wieder ab Richtung Norden, Richtung kleine FRB-Brücken, da wo das ehemalige FD war, geht das vorher ab in Fahrt Richtung Westen, Richtung die FRB-Brücken selber und hält sich dann in Fahrt Richtung Westen weiter raus, Richtung Global News, wird dann wahrscheinlich auch gleich Global News rauskommen, so ist dem. Fährt dann Klobin weiter Richtung Westen und fährt weiter Richtung Galerie. Galerie weiter, weiß Parkhaus passiert, Galerie passiert, vielleicht will Tokio passiert, das muss der Oberst kurz aufholen, das wird knapp, der ist ganz schnell dazu wollen. Warum ist denn das so quasi schnell? Warte. Ja, der Oberst hat wahrscheinlich Jungs gemacht. Lieferando! Ja. Links. Fährt die Straße Richtung Lizenzamt weiter, Richtung Süden. Ist jetzt Höhe Kreuzung, fährt weiter Richtung Lizenzamt, jetzt Höhe Lizenzamt. Müsste jetzt dann bald bei Verwahrstelle sein, Verwahrstelle passiert. Fährt wieder oben durch, macht Motorradwechsel. Go, drauf. Alter. Was machst du? Ich hab gebremst. Du hast sie voll umgefahren. Ja, der Zuge wurde am aktuellen Dispatch gestellt und eine Person wurde vom Motorrad gefetzt. Ich wollte nur abbiegen. In welche Richtung? Hey, die sind Fahrtrichtung. Oh, was macht ihr denn hier auf der Straße, Mensch? Unfall hier bei den Kollegen. Der Zug steht hier auch. Und somit ist die 1040 beendet. Bitte die Punkte nicht vergessen. Die 20 ruf mal schnell ein FD. Ja, hi, das ist. Achso, gut. Ich schick dir mal ein Dispatch. Wir haben hier ein Motorrad. Oh, Leute, ihr könnt doch nicht hier mitten auf der Straße umdrehen. Ich wollte abbiegen. Und ich wollte links an dem Zugoi vorbei. Und da waren 5 Autos. Leute. Ich hab mir gerade eine Hakucho gekauft. Warte mal, ich drück dir mal hier so gegen das Bein. Merkst du das, wenn ich es ganz vorsichtig drücke? Ja. Gut, alles klar. Kannst du Finger und Zehen bewegen? Kaputt. Ja. Wenn du Fuß, Zehen und Finger und sowas. Gut, perfekt, das ist ja schon mal. 3-2, würde Helmut anfangen.
Ey, ja, check. Oh, ja, hier ist abgeschnitten. Ein Chino in Petrolgrün abgenutzt und orange matt. Und wie lange braucht das Elfi noch? Ich guck mal, ob ich den Sugoi ausmachen kann, nicht, dass ich die ganzen Abgase hier. Strafe 3 ist somit wieder 10-8. Also ich lasse dir den Helm auf jeden Fall nochmal sitzen, ne? Ja, bitte. FD muss unterwegs sein. Hast du sonst irgendwelche Beschwerden? Atemnot oder sonst irgendwas? Rippen tun weh. Rippen tun weh, okay. Wenn dir irgendwie kalt werden sollte oder sowas, sag Bescheid, dann hole ich ihm eine Decke. Ja, dir alles in Ordnung? Man's nimmt, ne? Stefan, den Team auf dem Weg zum Mischroom. Ja, du atmest noch. Ja, richtig. Check. Ach, guck an, da sind die doch schon. Perfekt. Gut, dann mach ich mal Platz für die Fachmänner. Hallo. Hi. So. Reife 2, 10, 21, schauen wir uns mal um. Upsi! Aber ich habe tatsächlich gebremst. Wer saß jetzt noch in dem Sugoi? Was denn? Wer saß im Sugoi? Von denen tatsächlich keiner. Die saßen beide auf dem Bike. Relativ? Ja. Gut, dann, die sind, ich Frank wollte. Hallo zusammen. Links. Folgende Info: Wenn die Presse ankommt an einem Tatort, dann werden die bitte nicht einfach weggeknüppelt und weggeschickt, sondern die geben weggeknüppelt allgemeine Infos raus, weil die müssen auch von irgendwas leben. Ich bitte, mit denen zu kooperieren, weil, wenn ihr nicht kooperiert, bin ich am Arsch und ich möchte nicht verklagt werden, weil ihr irgendwie immer keinen Bock auf die habt. Deswegen gebt die Infos raus und. Bin die 98, ich hab den gerade Dispatch geschickt in die Verwahrstelle, dort muss dann noch ein Bike zum LC gestellt werden und dann sogar die Verwahrstelle. Wo vielleicht unser Image auch ein bisschen aufbessert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Yes. Ey, was war denn da mit dich für nichts los? Gut, ist jetzt auch mal wichtig. Blatt, vielen, vielen Dank für deinen Follow, herzlich willkommen, danke schön. Der Dispatch bei Helmut oben kann abgearbeitet werden, das Fahrzeug war nicht mehr vor Ort. Ja, check. Streife 2, Ende. Ach, hör auf, das ist so ungewohnt. Alter, ich muss unbedingt wieder mein Bad, also mein 3-Tage-Bad haben. Oh, falsche Zeit, falscher Ort, ne? Ja. Wollte eigentlich links an den Sugoi ran. Bin mir aber irgendwie auch ziemlich sicher, dass die nicht ganz unschuldig sind. Ja, natürlich, wer bleibt neben bewusst. Dem Sugoi so lange stehen? Bewusst ist der bei uns in die Fahrbahn rein. Wo sind denn jetzt die zum Sugoi gehören? Auf die anderen 8 Bikes gestiegen, die hier rumstanden. Scheiße. Ja. Gelände jetzt ab? Oh, irgendeine Versammlung. Gaffer? Ja, ich habe ihm schon gesagt, kann da stehen bleiben, sondern einfach nicht hier hinlaufen. Die Dinge halten auch einfach nicht lang. Ja. Schön aus der Hüfte, so wie Sweeney. Leitstelle für Streife 7 kommt. Leitstelle hört sie. Eine 10, 28. Hat eigentlich irgendeiner Alice hier angerufen? 4, 5, 9, 3. Ja. Stand ich gerade zufällig neben dir, wo ich das gemacht habe. Ach echt? Ja. Ja, okay. Kennzeichen ist zugelassen auf einen Herrn Adam Rausch. Hat noch zwei offene Blitze. Nee, ein offenes Blitze. Ich kann das aber. In Höhe ich habe mich die Tage verschnitten im Bad und musste ihn komplett abrasieren. Ja, das ist mir gut, ne? Da kommen wir ja schon. Was hast du denn geschrieben, dich wenigstens? Also ich möchte zum SC und sogar zum
Wobei, wenn wir es rechtlich sehen, war die Akutsche auch nicht angemeldet. Leute da vorne. Gaffer. Leitstelle ja, lass die einfach. Hey Ruby! Was haben die gemacht, den Polizisten? Habe ich nicht gerade gesagt, dass ihr nicht reinrennen sollt? 1421. Ich hab Tote vorne. Also, nö, sie haben Schmerzen in den Rippen. Könnten Sie mal bitte kurz... Aber am besten lassen Sie mal die Ärzte arbeiten, ansonsten wird das nicht besser. Herr Schauer, kommen Sie mal her. Herr Marco Meier. Marco mit K oder mit C? Ja, ich bin ruhig, Entschuldigung. Kommt so mit SC. Nehmen wir an, die Rechnung von mir, ist T29, Marco Meier mit C. Das weiß ich jetzt auch nicht. Wofür? Keine Personenakte vorhanden. Nö. So verstanden, ich treffe sie im Ende. Weil, ich wollte links an den Sugoi vorbei, das Bike stand auf der rechten Seite, ist rübergezogen nach links und hat sich aktiv bei uns in den Weg gestellt. Naja, sie hat gesagt, die wollten, sind von da oben runtergekommen und wollten hier reinfahren zur CB. Nee, nee, die standen da. Aber ist mir letztendlich egal, also das, wir können doch die Rechnung bezahlen, so, aber aus meiner Sicht war das so, dass die hier vorne standen mit der Kutsche, uns gesehen haben und direkt gedreht sind und uns sich quasi in den Weg gestellt haben. Ja, keine Ahnung. Weil ich wollte nämlich eigentlich mit der Schnauze vor den Sugoi links rumdrehen, dass Sommer tasern kann, weil der Fahrer auch auf der Seite ausgestiegen ist. Ja, wir kommen auch gleich zum FD. Achtung, alles zu überdrehen. Achso. Ach so, ja. Ah, mein Mod passt halt auf mich auf, ne? Das ist richtig. Dann bin ich ja, das bin ich ja schon gewohnt. Bitte. Ja, rock das. Also eigentlich habe ich, weiß ja, habe ich nur zwei Mods und ich glaube, ich habe drei Mods oder so. Also Benny ist Mod, rock das ist Mod. Habe ich nicht noch irgendwie Mod? Ich weiß es nicht. Leitstelle für Stange 20, komm. 40. 1028 für 74439, komm. Ich habe nur zwei, ne? Auch nur zwei? Ja. Die Streife, die bei Weasel News ist. Hastig. Ich habe gerade einen Herrn am Telefon, der sagt, dass da irgendwie gehackt wurde und ihr die Täter bitte vor Ort halten sollt. Ja, check. Wir haben soweit noch keine Täter hier. Echt? Ja, check. Ah, ich hier. Das streamt noch nicht so lange. Kennzeichen war 74439, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja. Und Nightbot, ha? Gut, ein Werner Sova. Was ist denn so allein hier? Guck, ich dachte eigentlich, dass CB unser Auto auch mitnimmt, aber... Das fährt ja noch. Wir sind in der Motorrad gefahren, oder? Wir können gleich selbstständig zumindest zählen. Streife 7, 10-7, Weinwood-PD. Tja, solange das noch gerade fährt... Ja, ja, gut. ...reicht es bis zumindest 10. Wieso? Bei dir ist alles gut, ja? Ja, ich bin nur erschrocken, weil eigentlich habe ich auch gebremst, aber... Ja, nee, gut. Nur, weil du so ruhig bist und... Ja. Aber grundsätzlich, Die Streife 2 für die letzte... Ich ging davon aus, keine Schuld zu treffen, weil... Die wollten abbiegen, die standen ja mitten auf der Straße. Ja, so habe ich das auch gesehen, dass sie da standen und dann reingefahren sind in unsere Stimme. Die wollten abbiegen, sagen sie, sondern obwohl sie erst mal weiß nicht wie lange auf der Spur stand. Ist einer bei der Verwahrstelle? Check, fahren wir das Putschi mit dir. Der fährt. Letzte Ende. Ja, da ist jemand. Gleich mal langsam zum Ding des Kirchen. Oktas, was machst du da mit dicht wie nix?
Oh, das war jetzt aber auch schon wieder. Puh. Ja, ich hab's nicht alles gelesen. Aber du wirst, du wirst das schon machen und regeln. Tag noch, mein Lieber, was geht? Kannst du schon im auf dem Rechner Zugriff auf das hier, kannst du dich anmelden in dem Tablet? In dem Bohrcomputer? War das? Kannst du dich in dem Bohrcomputer schon anmelden? Nein. Und aufs Tracking gucken? Nö, natürlich nicht. Kann das. Also nicht von hinten, aber... Ja, das hätten wir schon mal gucken können, ob auf P3 schon was steht noch von uns. Müsste. Da müsste was stehen. Stimmt, ne? Na, ich fahr hier hoch. Digga, Scheiße, das ist aber, das ist aber viel Text. Was denn? Wieso weiterfahren? Was? Es wäre mir lieb, wenn du dir vielleicht die Hände an Steuer nimmst und nicht mit den Knien steuerst. Was denn? Doch. Mir ist alles im Griff. Aber nimm du auch deine Hände von meinen Knien, dann kann ich mich auch konzentrieren. Was ist denn heute los? Eieiei, geht's euch ich gut? Ich hasse mein Leben, ja. Ja, 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 bei uns ist alles ich gut. Hab, ich hab absolut nicht ankommen fahren sehen. Ist gerade nicht passiert, oder? Ja, ich hätte vielleicht auch ein bisschen weiter außen fahren können, so ist es nicht, ne, aber... Ja, aber wir haben uns beide nicht gesehen, die Mauer, das ist einfach toter Winkel gewesen. Scheiße. Ja, was ist denn heute los? Ach, können wir aber direkt mal machen, das ist ja... Ein paar Kratzer. Ja, das ist hier, da ist eine Hakuchu drinne gelandet. Okay. Weil die ist auch so ein bisschen an der Seite hier lang geschlittert. Ach, den wolltet ihr sowieso zur Reparatur bringen? Ja, ja, der sollte gerade sowieso runter. Ach, ja, ja. Dann passt es ja perfekt, alles klar. Dann kümmere ich mich gleich drum. Ja, super, ich stell den unten hin. Ja, viel Spaß. Jo. Dachtest du jetzt, eine Beule reicht nicht aus? Hatte ich mir gedacht, so, ne? Ich dachte... Ich bin nicht wieder runter mit dem Auto. Ne? Ja, vielleicht holt er gleich noch so ein paar, was weiß ich, Poliersachen oder sowas, ein bisschen was zum Ausbeulen oder so, keine ja, Ahnung. Klar. Ja, das wäre schon aber schon dreist, wenn er den da jetzt so hinstellen würde, zum Abholen. Dann nochmal eben schnell Eats-Block. Oh, okay.